Das Kunsthaus Berlin Avantgarde hat für den 21. Juni eine Kunstauktion geplant. Unter dem Motto Smart Art soll dabei der Erlös zu 100% an das Projekt Manometer e.V. gehen, das stark von finanziellen Kürzungen betroffen ist. Manometer ist ein schwules Projekt, das halt Präventionsarbeit leistet für Jugendliche, halt eine Knastarbeit leistet, wo sie halt ins Gefängnis gehen und Leute mit HIV oder AIDS betreuen. Bei der Auktion werden 50 Kunstwerke von 36 internationalen Künstlern versteigert. Einer von ihnen ist Musk Ming, der der Kunstauktion eigens ein neues Werk widmete. Meine Kunst habe ich natürlich früher in China nicht möglich. Deswegen habe ich alles hier angefangen und hat auch viel geschafft. Und deswegen möchte ich auch was für einen guten Zweck, was für die anderen Leute machen. Starten soll das Charity-Projekt mit Beginn des schwul-lesbischen Straßenfestes. Währenddessen hat Berlin Avantgarde täglich geöffnet, damit die Ausstellung von den Besuchern besichtigt werden kann.